erster Vortrag, Little Big Data, Spurensuche in elektronischen Teilnehmerverzeichnissen oder auch, was euch passieren kann, wenn der Erdgeist euch dazu einlädt, seine Telefonbücher und seine DVD-Sammlung zu durchsuchen. Es geht um Rufnummern zur Teilnehmerzuordnung und damit, was man dabei erleben kann, wie das funktioniert und was man dabei so lernen kann. Unsere Sprecher, der Erdgeist und Andreas Lehner, zwei Berliner Hacker und Telefonbuchsammler mit obskuren Leidenschaften, Sammelethiken und einem Hang dazu, lange auf Daten zu starren und darin Muster zu erkennen, begrüßt Sie mit einem herzlichen Applaus. Viel Spaß. Puh, wunderschönen guten Tag. Hallo. Mein Name ist Erdgeist und bin ganz doll aufgeregt, weil den Vortrag, den haben wir in ähnlicher Form vor 4 Jahren schon mal in ungefähr 3,5 Stunden Zeit gehalten. Und seitdem habe ich nochmal 4 Jahre Forschung dazwischen, die da mit rein müssen in den Vortrag. Also werden wir uns da ein wenig ranhalten müssen. Zuerst, der nette Herald hat da gerade schon angefangen, ist so ein bisschen mal Zeit, dass wir einander kennenlernen. Wenn ich jemanden einlade, sich meine Telefonbuchsammlung anzugucken, dann ist es keine billige Anmache, die steht da wirklich und sieht genauso aus. Die habe ich über die letzten jetzt 16 Jahre in dem gemeinsam benutzten Raum für diese Telefonbuchforschung dort akkumuliert und zusammengesammelt. Und das sind wir und jetzt haben wir Fragen an euch. Genau, dann die spannende Frage ist, wer von euch hat noch einen Festnetzanschluss? Fast alle. Gut. Wer von euch kennt die eigene Rufnummer auswendig? Oho, die Hälfte? Und wer von euch nutzt elektronische Telefonbücher? Vereinzelte Hände. Wer von euch hat noch ein gedrucktes Telefonbuch zu Hause? Oh, zwei. Wer von euch steht noch im Telefonbuch? Nur? Wer von euch stand je im Telefonbuch? Ha. Ihr habt jetzt OPSEC angemacht. Okay, das vielleicht sehen wir nachher. Telefonverzeichnisse gibt es schon eine ganze Weile. Das fing in Berlin an mit einem Telefonbuch, in dem tatsächlich 100 Teilnehmer waren. Das Telefonbuch der 100 Bekloppten, was aber überwiegend Firmen waren, die sich einen Telefonanschluss geleistet haben, logischerweise. 1881 war das. Über die Zeit hinweg sind Telefonbücher immer größer, immer wichtiger geworden und waren zu ihrer Hochphase Ende der 80er, Anfang der 90er sehr dicke Wälzer. Die hat man bekommen als Anschlussteilnehmer. Da gab es eine Karte, die einem übersandt wurde. Herzlich willkommen, liebe Anschlussteilnehmer. Es gibt in der Postfiliale wieder die aktuelle Ausgabe des Telefonbuches. Gegen Überbringung des alten Telefonbuches kann man sich das neue dann abholen. Das wurde über die Jahre sehr viel liberaler gehandhabt in den 90ern, weil das auch ein Reklameträger war. Und so fing ich an, meinen Freunden davon zu erzählen und die haben dann regelmäßig bei Besuchen in Berlin und im Club Telefonbücher aus der Republik mitgebracht in Print. Ihr könnt euch vorstellen, wie das aussieht, wenn man so 4,5 Regalmeter Telefonbuch hat, eines Jahrgangs, und dann versucht auch noch so bei einigen Dingen einen Diff zum Vorjahr zu machen. Und so waren wir sehr glücklich, dass sich das geändert hat. Nicht nur gab es dann den Telefonbuchversand, man konnte also die Telefonbücher im Sinne der Vollständigkeit einfach für 4 Euro pro Stück bestellen und bekam die unter den merkwürdigen Augen der Nachbarn nach Hause geliefert. Und dann gab es die plötzlich auf CD und das hat unser Hobby so viel leichter gemacht. Das habt ihr gerade schon gesehen, das ist tatsächlich die komplette Sammlung, die wir beide an einem Ort teilen. Und das sind alle Telefonbücher seit 1992. Zu Anfang waren diese Telefonbücher auf meinem Schreibtisch dann wirklich auch noch genau wie im Originalen, sortiert nach den Vorwahlleitregionen. Und es waren viele und die waren in einem komischen
HTML-Format, bis ich das erste Mal gesehen habe, dass es eine Gesamtdeutschland-Ausgabe war. Das war so 2003. Die landete da auf meinem Tisch. Und seitdem habe ich, nachdem ich die auseinandergenommen hatte und nicht akzeptieren wollte, dass was einmal auf meinem Computer sich befindet, nicht vollständig von mir angeguckt werden kann, habe ich einfach gesammelt. Alle, die mir in die Hände gekommen sind, und hatte das Problem, dass zu der Zeit die nicht mehr alle so verfügbar waren. Mein Wunsch, die lückenlos zusammenzubekommen, hat dann irgendwie erst so 2010, 2011 angefangen. Und dann gab es dann schon langsam eBay, den man befragen konnte, aber das war dann zuweilen teurer als der Originalpreis für die DVD. Da hat man gerne mal so 50 Euro in die Hand genommen. Das war unakzeptabel. Ich habe mich gefreut, dass es, wie ihr da recht im Bild seht, in Bibliotheken noch alte Ausgaben gibt. Das ist 1992 die erste Ausgabe, die ich in die Hand bekommen habe. Es soll nach Gerüchten auch in 1990 ein elektronisches Teilnehmerverzeichnis gegeben haben. Habe ich leider noch nie gesehen. Wenn jemand da an den Streams da draußen oder hier im Publikum diese DVD in der Hand hat, total geil. Ansonsten hat Fefel in seinem Blog mal aufgerufen, mir vielleicht so das eine oder andere fehlende Exemplar zu schicken, was dann wirklich auch in der Datenspende in meinem Briefkasten resultierte. Und so ist dann, ich glaube inzwischen nach 2000 Euro Investitionen, meine Sammlung ziemlich korrekt, aber erstmal diese DVDs auf dem Schreibtisch zu haben, hilft einem, also früher noch CDs, hilft einem erstmal noch nicht so richtig. Man kann es dann so im Simulator starten und so ein bisschen drum rumklicken, da ist ein FAT-File-System drunter. Ich habe hier mal im alten DOS-Emulator die 92er CD angeworfen, aber wenn man dann in die Files reinguckt, dann sieht man dann wie ziemlich viele, ziemlich kleine Files. Das war damals zu den Zeiten von DOS noch nicht so richtig einfach, sowas effizient zu komprimieren, sowas dabei gleichzeitig durchsuchbar zu halten. Also gibt es über die Jahre sehr interessante Versuche, diese Datenmenge zu reduzieren. Was ihr hier seht, ist jetzt so ein File mit der Endung 0001 genommen. Im Header steht einmal so deren primäres Ordnungsmerkmal, was die Vorwahl ist, die 06751 für Gerweiler, und unten seht ihr so ein Fileformat, was ziemlich viele Bits spart, in dem von dem Text-Encoding, was sie da genommen haben, was so dieses Windows CP437 war, da kommen nur 7 Bits raus. Also haben wir gesagt, da können wir nochmal 1 Bit pro Byte sparen, indem wir die einfach bitdicht hintereinander packen. Macht beim Reverse-Engineeren eigentlich gar keinen Spaß. Vor allem, wenn du eh schon denkst, dass du jetzt alle Formate reverse-engineert hast, und plötzlich kriege ich die 92er CD in die Hand und muss mich wieder hinsetzen und mit dem Debugger in irgendeinem nicht mehr supporteten Betriebssystem daran rumfuhrwerken. Vorher war die Version, so sah das vorher damals aus, ich weiß nicht, ich habe nie so einen alten PC besessen, aber das ist dann schon Version 3.0, wahrscheinlich auch Version 3.0 der Kompression. Da haben sie dann das erste Mal richtig angefangen, so mit PKWare war damals der heiße Scheiß, Dinge zu komprimieren. Und da ist dann, was ihr hier seht, ich könnte jetzt auch stundenlang zu nörden, die Zeit haben wir leider nicht, aber das ist dann das Fileformat, in dem so von dem dunkelblauen Punkt aus, in dem drin steht, wie viele Records das sind, stehen links immer in pink die Längenbytes von den Strings der dynamischen Länge, und dahinter dann parst man rückwärts, und nach vorne gibt es nochmal die Bitfelder, welche von den Strings dann hinten auch wirklich besetzt sind. Das hat mich auch eine Weile gedauert, ich würde auch total gerne davon berichten, aber das funktioniert von der Zeit nicht. Das war jetzt alles nicht ganz chronologisch. Die beiden hatte ich sozusagen in umgekehrter Reihenfolge. Und das erste, was ich überhaupt in der Hand hatte, war so die Ausgabe von 2003, die mir der Artwork mitbrachte. Und bei der sieht er, dass die dort schon LH benutzt haben. Das seht ihr dann im Header, ne? Die ersten Bytes. Das ist dann dieses Minus von dem Minus LHA5. Da waren einige Dateien mit komprimiert, die einfach in Plaintext rumlagen. Und auf derselben DVD lag dann so Binärblob, aber im selben Abstand wie in den anderen Files, da wo am Anfang ne, hier der LHA-Header ist, zack, zack, sind da auch identische Bytes. Und dann brauchst du einfach nur noch XORen und subtrahieren und hast den Key, mit dem sie das verschlüsselt haben. Und wie jeder in Kryptographie 101 mal gelernt hat, wenn ihr den Pinguin sehen könnt, ist eure Krypto scheiße. Das war so mein allererster Erfolg, wo ich mich echt doll gefreut habe. Und das war in 2003.
Und direkt im Folgejahr habe ich die neue CD mitgebracht und tada, es hat sich geändert. Mit einem neuen Format. Glücklicherweise gab es eine Ausgabe für macOS. Da haben sie wahrscheinlich outgesourced, weiß ich nicht. Aber ich habe mich dann hingesetzt, mit dem GDB da rangemacht, geguckt, was passiert, was nachdem ein Block von der CD gelesen wird, bevor er ausgewertet und angezeigt wird, habe da eine Weile mit dem GDB so Single-Step durch diesen PowerPC-Code durch, bis ich dann irgendwann gesehen habe, Moment, da sind Symbols dabei. Ich habe mir den Backtrace angeguckt und die haben da wirklich eine Funktion, die heißt Secret X Encryption. Lesen also von der CD einen Block, dekomprimieren dann einfach LZW und haben von diesem LZW-Block, der da im Speicher rumliegt, die ersten 27 Byte verschlüsselt. Und verschlüsseln ist, nachdem ich geguckt habe, was deren Secret Key ist, ist einfach nur ein XOR mit diesem statischen String, der da steht, mit einem Buchtitel, den da wahrscheinlich irgendein Nerd einfach nur in seinem Bücherschrank stehen gehabt hat, hat er gesagt, wo nehme ich ihn? Und hat mir dann nach zwei Tagen Debuggen und ziemlich viel über PowerPC Assembler zu lernen, dann doch den Schlüssel da einfach quasi freie Haus sogar mit dem Symbol dazu gegeben. Das führte da in den meisten Fällen dazu, dass dann irgendwelche Plaintext-Files rumliegen, meistens so 11 bis 13 nebeneinander, in dem einfach untereinander alle Vornamen, alle Nachnamen, alle Postleitzahlen, alle Straßennamen, alle Hausnummern stehen. Und die kann man dann einmal zusammenlaminieren und hat quasi dann das gesamte Telefonbuch des jeweiligen Jahres rumliegen. Beziehungsweise des jeweiligen Halbjahres. Oh ja, das, oder manchmal sogar in Quartalsebene. In 2001, glaube ich, gab es sogar für jedes Quartal eine Ausgabe. Und inzwischen, wenn man das Abo bei DT Medien hat, bekommt man im Zwei-Monats-Rhythmus sogar Updates digital zum Runterladen. Was noch cool ist, ist, dass auf diesen DVDs, die hier ist vorgestern gekommen, da ist auch Map and Route drauf. Das heißt, da haben sie gepartnert mit einer Firma, die Geoinformationssysteme herstellt und haben dann auf der DVD für jede Adresse auch noch Geokoordinaten drin, was total cool ist. Aber. Das ist so ein Fahr doch mal hin statt Ruf doch mal an. Und dann sitzt man da nachts nach der Arbeit noch und rätselt, was passiert hier eigentlich, warum kennt man das nicht. Aber, lo and behold, the power of followers. Wir haben dann mal gefragt, so kann jemand, der sich mit Geoinformationssystemen auskennt, sagen, in welcher Projektion mappt die gegebene Straße auf diese Koordinate? Das war am 3. Februar um 10 Uhr morgens. Wenige Tage später, am 7. Februar, kam eine Antwort, es handelt sich um die Lambertsche Schnittkegelprojektion, was es erheblich erleichtert hat, die in WGS 84 zu normalisieren. Vielen Dank an dieser Stelle. Das Tolle ist aber auch, diese Person, die Hackerszene rockt, diese Person hat den Account genau dafür angelegt. Vielen Dank. Und sie hat, der eine Link, der da noch damit bei war, ist ein Stück C-Code, dass ich einfach mein Projekt inkorporieren konnte, was mir die Konvertierung von dieser Schnittkegelprojektion direkt nach WGS 84 vorgenommen hat. Was ziemlich doll geholfen hat danach, darauf Dinge wie Geomapping zu machen. Und wenn man die einmal umgerechnet hat und das erste Mal plottet, dann kommt auch einmal alle Koordinaten von allen Telefonnummern in Deutschland raus. Man weiß, dass man beim Dekomprimieren und Reverse-Engineeren auf dem richtigen Weg gewesen ist. Und dann hat man so eine Heatmap und die sieht plausibel aus. So, das sind die großen Regionen in der Bundesrepublik, das ist die ungefähre Verteilung der präzise Verteilung der Telefonanschlüsse, wie sie im Telefonbuch gelistet ist und vermutlich die ungefähre Verteilung der Telefonanschlüsse, wenn man annimmt, dass die nicht eingetragenen Anschlüsse gleich verteilt sind. Da kommen wir später noch zu. Und es war aber tatsächlich eine große Datei, die war auch nicht so gut handhabbar. Wir wollen ja ein bisschen über Little Big Data sprechen. Da hat man dann so einen File mit ein paar Gigabyte, einen Textfile, und da gräbt man dann drin rum und dann guckt man dem Filesystem dazu, wie es performt oder halt auch nicht.
Und manchmal muss man sich vergewissern, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und dann gräbt man Dinge und findet nichts und denkt sich, na, vielleicht ist die Dekompression schiefgegangen, vielleicht ist die Entschlüsselung schiefgegangen, wer weiß schon, was da passiert. Und dann gräbt man so Strings, wo man sich denkt, ja, das kommt. Und irgendwann gräbt man zum Beispiel nach Hornochse, findet nichts, ist verzweifelt und kürzt es nochmal ab und gräbt nach Horno und stellt fest, ja, Horno gibt's, ist eine Stadt, die hat die Ortsnetzkennzahl 3172 und da gibt's Teilnehmer drin. Und dann kann man so ein WCL machen und sieht, boah, das ist so die Anzahl von Leuten, die in diesem Dorf einen Telefonanschluss haben und im Telefonbuch eingetragen sind. Und dann macht man das fürs Folgejahr und dann wird es irgendwie weniger und denkt sich so, irgendwas stimmt hier nicht. Wer weiß, was hier passiert ist. Aber die Lösung ist ganz einfach. Es handelt sich um einen Telefonbucheintrag der Vattenfall Europe Mining AG. Und wer so eine ungefähre Vorstellung hat, weiß, was die machen. Die baggern weg. Und so ist einfach das Dorf weg. Wir waren nicht so doof zum Dekomprimieren, sondern das Dorf war weg. Und inzwischen sieht es da anders aus. Wir haben mal Google Street View rausgeholt. Schöne Grüße an die Kollegen, die im Hambacher Forst sind, an dieser Stelle. Aber man fragt sich manchmal, nicht nur deswegen werden aber die Telefonnummern im Telefonbuch weniger, sondern grundsätzlich geht der Trend also schon dazu, dass das weniger wird. Peak-Telefonbuch war Anfang 2001. Die empirische Forschung bringt uns also nahe, das sind vielleicht eher ältere Menschen und weniger junge Menschen, die sich ins Telefonbuch eintragen lassen, sodass das jetzt auch eher eine historische Betrachtung ist, die wir hier machen, und das Erkenntnis, der Erkenntnisgewinn nimmt rapide ab über die Jahre. Wir haben auch noch Zahlen, die frische Scheibe kam gestern hier an, von 18,6 Millionen auf 17,9 Millionen. Das ist ein Hobby, was irgendwann enden wird, unglücklicherweise. Und das Traurige ist, dass wenn man sich die aktuellen CDs anguckt, dann sind genau die Einträge, die danach trachten, im Telefonbuch immer ganz als erstes gelistet zu werden. Wenn man sie aufklappt, so meistens Schlüssel, Notöffnungsdienste und so, da findet tatsächlich ja Spam statt. Also es gibt Firmen, die darauf spezialisiert sind, sich in alle möglichen Telefonbücher von allen einzelnen Ortsnetzbereichen einzutragen und jeweils dort ganz am Anfang zu stehen. Und die finden mir auch wieder, die spammen mir jetzt auch gerade die Datenbank zu, die kommen üblicherweise mit echt, die gucken, wie lange die Einträge maximal sind, die sie da reintun können, das weiß ich nicht warum, aber das werden viele Daten und das sprengt dann auch von Jahr zu Jahr die Annahme darüber, wie lang so ein Feld in meiner Datenbank sein kann, wenn ich es dann später importiere. Das hat auch dazu geführt, dass eine Neusortierung bei der Deutschen Postreklame stattgefunden hat. Früher waren die Ziffern vorne. Das heißt, die 1111-AAAA-Aufsperrdienst hat sich auf die erste Seite gemogelt und ist jetzt in Band 2 hinter Z. Viel Spaß beim Umbenennen. Genau. Und was ihr hier gerade seht, ist das Ergebnis von jetzt 16 Jahren weniger Forschung, aber 16 Jahren Aufräumen. Man kann inzwischen mit einem Skript, den ich auch hier hingelegt habe, kann man jede beliebige CD oder DVD in sein Laufwerk reinschieben. Dieses Skript läuft durch und am Ende liegt dort ein sortiertes, mit einzelnen Spalten benanntes, eine Sammlung von Files rum, in der dann eure CD oder DVD gedumpt ist. Diese Skripte funktionieren auf den Telefonbüchern, die funktionieren auf den gelben Seiten, was eigentlich auch nichts weiter ist als ein Telefonbuch, aber mit noch großen Branchenindex, der da irgendwie hierarchisch drin sortiert ist, aber quasi dasselbe Format. Und für unsere österreichischen Freunde, die von, wie hieß die Firma? Herold herausgegeben wird. Herold rausgegebenen DVDs, die kann man damit auch dekomprimieren. So, nochmal, wir haben da jetzt vier verschiedene binäre Datenformate gesehen, die sich im Laufe der Jahre die Engineers da ausgedacht haben, um dort jeweils mit dem Motto der Zeit die Daten zu komprimieren. Ich habe zweimal, Krypto gecrackt. Ich habe 51 Ausgaben in digitaler Form, leider nicht alle in physisch, weil so gerade die älteren nur in Bibliotheken im Glasschrank mal höchstens so auf einem Saturn-Kissen zum Auslesen dir hergegeben und gleich wieder eingesackt werden. Und wir haben, wenn wir uns die letzten Jahre angucken, auch für
die Felder, die da in diesen, ich sagte ja so 11 bis 13 Spalten fallen da raus und die Semantik, die wackelt da wild durcheinander. Kann ich mir noch später was dazu sagen. So, jetzt die Frage, warum tun wir das? Ich meine, das Einfachste wäre einfach zu sagen, irgendwelche Hacker werden immer was hacken, wenn so eine DVD da rumliegt und die auf meinem oder in meinem Rechner drinsteckt, dann will ich da an diese Daten auch ran und dann will ich da auch lustige Queries drauf machen. Es gibt Menschen mit auch noch detaillierteren Hobbys. Genau, und dazu vielleicht ganz kurz eine Aussage zu Telefonvorwahlbereichen und der Struktur von Rufnummern. Deutschland ist unterteilt in 5202 Telefonvermittlungsstellen in entsprechend 5202 Ortsnetzkennzahlen. Zum Beispiel 03307 für Mildenberg, wo wir hier gerade sind. Die sind historisch gewachsen. Das Schöne ist, dass früher die tatsächliche Leitung physisch durchgeschaltet wurde. Und es waren mechanische Hebdrehwählergeräte, die sich um die jeweilige Anzahl der jeweiligen Ziffer der Telefonnummer weiter bewegt haben und dann auf eine entsprechende Leitung in diese Richtung geschaltet haben. Die Älteren von euch mögen sich an das Klackern im Telefonapparat erinnern. Das sind tatsächlich mechanische Komponenten, die diese Verbindung dann durchschalten. Und die waren optimiert, und das sieht man hier in dem Bildschirm, die waren optimiert darauf, weil je mehr Takte man wählt, desto länger dauert es auch, dass diejenigen Anschlüsse, die oft angerufen werden, entsprechend kurze Wege haben und entsprechend in kurzer Zeit angerufen werden können, weswegen zum Beispiel die ehemalige Bundesregierung in 0228 saß. Zwei ist halt nur zwei Takte, die nicht so dicht besiedelten Regionen in Süd- und Nordbayern haben dann die 8 und die 9. Da kann es ruhig mal dauern, da ruft man nicht so viele Leute an und da sind auch die Rufnummern kürzer. Und warum musste es schnell gehen? Zeit war Geld. Jeder Klick war einmal schon eine belegte Leitung, die einfach kein Geld generierte, weil gekostet hat es erst, wenn man verbunden war und wenn man eine Nummer angerufen hat, dann war ab dem Moment, wo man die Leitung belegt hat, bis zu dem Moment, wo der Call verbunden war, hat die Post noch bezahlt. Ab dann hat man selber bezahlt. Also wollten sie darauf optimieren, so schnell wie möglich die Kosten für die belegte Leitung auf den Teilnehmer umzuwälzen. Ist wie gesagt auch ein historischer Rückblick, dieses Hobby stirbt aus, aber es ist beeindruckend zu sehen, so Fernmeldegeschichte, die ja auch immer mit dem Club verbunden war, in so einer Datenbank, und wir haben lange, lange, lange nachts auf diese Daten gestarrt. Der Dump heute war um 10 Uhr morgens, der Dump beim letzten Mal, haben wir in den Slides vom letzten Mal gesehen, war um 3.30 Uhr morgens. Das ist schon auch ein merkwürdiges Hobby. Vielleicht ganz kurz, was ist denn diese Ortsnetzkennzahl? Das ist das kanonische Format einer Rufnummer. Es gibt die Landesvorwahl, die ist ein bis drei Stellen lang. Dann kommt die Ortsnetzkennzahl, das hängt von der Ausgestaltung des lokalen Rufnummernraums im jeweiligen Land über den E-164-Plan, der einsehbar ist, ab. In diesem Fall ist die Ortsnetzkennzahl die 40 für Hamburg und daran schließt sich die Teilnehmerrufnummer an. Hier die 4018010, das ist der Chaos Computer Club e.V. in Hamburg. 4.0 sagt uns historisch betrachtet, dass es sich um einen Anschluss handelt, der in der Vermittlungsstelle 40 ist. Und die Vermittlungsstelle 40 ist in Eimsbüttel in der Emilienstraße 9 bis 11 oder so. Ums Eck vom Club früher, in den Zeiten vor der Rufnummernportabilität. Und so war auch immer diese Geolokation ein bisschen mit in die Rufnummer kodiert und man konnte auch schon im analogen Telefonbuch gucken, wenn man wusste, Schulze wohnt in Zehlendorf, ging man halt so lange, bis man eine Nummer hatte, die mit 831 angefangen hat. Aber das geht sehr viel besser, wenn man das digital macht, ehrlich gesagt. Und die Einschränkungen, die einem diese DOS-Software gegeben hat, haben auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, Grep geht einfach schöner. Vor allem geht so ein Grep schöner, wenn ihr einen Anruf habt und bevor ihr den annehmen wollt, euer Telefon euch zeigt, wer der Telefonbucheintrag dazu ist. Das Dienstmerkmal Caller-ID gibt es leider in Deutschland nicht wie in den USA und wir haben uns das mit Bordmitteln nachgebaut. Dazu vielleicht auch noch ganz kurz, wenn ihr euch deutsche Städte anguckt, das kann man sich auch schön plotten aus diesen Daten, seht ihr, dass in der Regel die 1.1 ist vorbelegt für besondere Dienste, die kurz angewählt werden müssen, also beispielsweise 1.1.2 die Feuerwehr, 4 Takte im analogen Netz und ganz oft ist die Innenstadt 21. Das heißt, das Rathaus hat dann zum Beispiel die 2.1.1,
das Ministerium, die 213. In Bonn kann man das gut sehen, die fingen alle mit 1 an. Und dann hat man diese Rufnummern, den Rufnummernbereich, und dann kann man über den sortieren. Und dann haben wir uns gedacht, naja gut, was machen wir jetzt mit diesen Daten? Wir gucken einfach mal rein. So, erste grobe Analyse, mal zu schauen, was Leute einfach wirklich über sich selber ins Telefonbuch da eintragen. Das sind so reale Einträge, die wir da gerade vorfinden, dass Leute da so eigentlich quasi ein Entführ-mich-Flag ins Telefonbuch reintragen. Das ist bei der ersten Grobsichtung gleich aufgefallen, wie in große Mengen Diplom-Ingenieure, die Leute, den Leuten ist es wichtig, dass in dem Telefonbuch, das damals so das Who is Who war, das ist sowas wie StudiVZ, aber nicht freiwillig, also für die jüngeren Leute, doll wichtig, dass das so wie ein Konversationslexikon deiner Stadt, wer ist wer, und wenn man da im Telefonbuch drinsteht, dann steht man da aber auch vollständig mit all seinen Titeln und wenn man Bank, da, nicht nur Bank, Sparkassendirektor gibt es auch ganz viele, Kapellmeister haben wir gefunden, also es ist ein Quell der Freude, allein mal aus zeitgeschichtlichen Erwägungen da durchzugehen, aber wenn man jetzt die Mittel hat, einerseits auf die Adressen drauf zu gucken, nach diesen Adressen dann mit kleinen Skripten, die schon nicht besonders viel können müssen. Ich habe ein kleines Shell-Skript geschrieben, was nichts weiter gemacht hat, als sortier mal aus allen Adressen diejenigen raus, an denen nur ein Nachname dran hängt. Bumm. Die blauen sind alle Adressen und die pinken sind, da hängt nur ein Nachname dran. Für diejenigen von euch, die es nicht erkennen, es handelt sich um die Stadt Berlin. Der Grunewald ist der schwarze Fleck links, da gibt es keine Telefonanschlüsse. Und da sieht man ganz klar den Speckgürtel um Berlin rum. Und was eigentlich mein Plan noch für diese Präsentation war, war einen kleinen Film draus zu machen über die Jahre, dass man mal so guckt, wie der Speckgürtel wächst. Das Skript liegt leider nur halb voll rum, aber das mache ich noch fertig. Kommt dann demnächst auch in meinem Blog. Und man kann mit so Heatmap-Tools dann auch so Dinge plotten. Kleines Rätsel an euch, was ist das wohl? Was haben wir da in den Daten noch gefunden? Wir finden ja Empirie ganz gut. Ich habe auch Politikwissenschaft studiert, das ist ja mal gut zu sehen, so was passiert in diesem Land da draußen, treffen unsere Annahmen zu, zumindest in erster Näherung, ist ja ein ganz gutes Instrument. Und da haben wir mal was gemalt. Okay, wir lösen auf. Das sind all die, die im Telefonbuch das Flag hatten, dass sie die Inverssuche widersprochen haben. Das steht dann natürlich mit drin, weil müssen sie ausliefern, damit man sie finden kann vorwärts, aber soll verhindert werden, dass in der Rückwärtssuche sie mit auftauchen und das gibt ein schönes Bild, wo das, was wir den Leuten gesagt haben, schreibt die Briefe bitte, wenn euch da eure Privatsphäre wichtig ist. Bei denen hat es gefruchtet. Wir sehen da eine große Ballung in den großen Städten. Wir haben alle Personen, die promoviert haben und das haben ins Telefonbuch eintragen lassen, mal gemappt am Beispiel der Bundesrepublik, am Beispiel von Berlin. Da sieht man sehr viel von Charlottenburg über Wilmersdorf, über Schmargendorf, Zehlendorf, Dahlem raus nach Wannsee und bis nach Potsdam. Das gleiche haben wir für München nochmal gemacht. Und das kann man dann für beliebige andere Dinge machen. Wir haben zum Beispiel mal geguckt, mit Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung 1919, 100-jähriges Jubiläum dieses Jahr, sind Adelstitel abgeschafft und Namensbestandteile geworden, aber die tragen sie ja trotzdem, sind auch im Telefonbuch, haben wir mal geguckt, wo wohnt der deutsche Adel denn so. Entspricht auch ungefähr den Erwartungen. Dann haben wir nochmal geguckt, wo sind denn auch nur erste Näherungen, zum Beispiel typisch türkische Vornamen in der Bundesrepublik. Man sieht, wie zu erwarten war auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, weniger in den Städten Leipzig und Dresden und ansonsten in Berlin und dort nochmal granularer, auch erwartungskonform. Aber es ist ganz spannend, einfach mal so seine Annahmen explizit zu machen und zu sagen, kann ich das denn verifizieren oder falsifizieren anhand der Daten, die ich habe. Wir haben dann versucht, das über die Jahre hinweg zu tun. Zunächst hatten wir das immer nur für einzelne Jahrgänge und dann, als wir die Möglichkeit hatten, konnten wir plötzlich auch Trends und Bewegungen zwischen den Jahrgängen identifizieren. Das ist ganz spannend. Da kann man zum Beispiel gucken, eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundeskanzleramtes zieht von Pullach im Isartal nach Berlin-Lichterfelde. Und dann guckt man mal, die Rufnummernblöcke der Pater Ruprecht Meyer Straße in Pullach im Isartal der Teilnehmervermittlungsstelle sind 793, 744 und 749. Und die Erwartung wäre, dass diese Menschen dann nach
Berlin-Dahlem, Lichterfelde, Zehlendorf ziehen und in der Tat das passiert. Also man kann dann so Makrotrends ableiten. Aber es gibt Hürden beim Matchen über die Jahre hinweg. So richtig spannend wird es nämlich, wenn man nicht nur visualisiert, was so große Trends betrifft, sondern wenn man es wieder schafft, auf die einzelne Person zurück zu matchen. Dazu muss man aber diese einzelne Person erstmal zwischen den Jahrgängen finden. Und dort gibt es echt Probleme. Erstens ist schon alleine Orte kein brauchbares Merkmal. Und wenn die sich zwischen zwei Ausgaben unterscheiden, wenn irgendwie Frankfurt oder Frankfurt am Main steht oder irgendwelche Ortsbestandteile damit dazugetan werden, dann braucht man plötzlich Heuristiken, die machen, dass das Matching nicht mehr so gut wird. Wir haben über die Jahre Korrekturen, dass die Postmitarbeiter, die damals da an diesen neuen Computern Adressen eintippern mussten, kann man sich vorstellen, die haben da irgendwie oft so ein, also eine 0 für ein O ist irgendwie schon das Allereinfachste, was man noch ersetzen kann. Aber wir haben da Postleitzahlen in den Hausnummerfeldern wiedergefunden, was dann auch nicht so leicht rauszusortieren ist, weil die Hausnummern in Deutschland einfach nicht standardisiert oder normiert sind, sondern Hausnummern gibt es in Bielefeld die 0, es gibt negative Hausnummern, es gibt gebrochene Zahlen als Hausnummern, es gibt dort beliebige, das einfache so, ne, A bis F noch als Suffix, aber irgendein Versuch, dieses Hausnummernfeld zu sanitizen, ist bisher zum Scheitern verurteilt. Ich habe da so eine sehr grob schlechte Heuristik dann gebastelt, um das wenigstens grob zwischen den Jahrgängen hinzubekommen. In den früheren Ausgaben, ihr hattet das vorhin gesehen bei der Nummer des Gras Computer Clubs, da steht plötzlich ein Q da drin und bis dann mein Freund und Kollege mich aufgeklärt hat, was dieses Q bedeutet, habe ich auch gedacht, jetzt muss ich erst noch alle Großbuchstaben da rauskreppen. Ist aber auch schade, weil da Informationen mit drin stehen. Und dann wurde ich auch nochmal darauf hingewiesen, dass so Dinge wie D1, Fu, was damals die erste Version des Funktelefons im Auto war, dass die zum Beispiel gar keine Vorwahl haben. Weil die Signalisierung in diesen Autotelefonen war so einfach, du musst grob wissen, in welchem Vorwahlenbereich gerade das Auto fährt und dann kannst du das durchprobieren, diese D1-Fu-Nummer innerhalb dieses Vorwahlenbereichs anzurufen und dann erreichst du den. Das heißt, so ein wirkliches Geomapping dann auf die Region ist da quasi unmöglich. Und was dann dazu kommt, ist so diese 51 Ausgaben, was haben wir gesehen, maximal 38 Millionen Teilnehmer, das ist echt schon viel Holz, das ist viel I.O. Das heißt, einmal auch nur die Dinge auszupacken von den DVDs, dauert halt so ein Lauf einfach mal ein halber Tag, bis die Daten dann wieder rumliegen und dann muss man mit denen irgendwas machen, damit man möglichst einfach nachgucken kann, also man sortieren kann und gucken kann, ob zwei aufeinanderfolgende vielleicht irgendwie so ähnlich sind, dass es dieselben sind. Das ist aber bei so knapp 2 Milliarden Records, da ist allein der Index da drauf schon zu groß für meinen RAM hier drin. Und SSD waren zu der Zeit, wo ich angefangen habe, damit zu spielen, echt teuer. Und da ich aber herausgefunden habe, dass die, diese Telekom, die ja früher über die Post war, schon so ein Ordnungsmerkmal erfunden hat, mit dem man kleine Chunks da rausschnippeln kann, in denen ungefähr mal dieselbe Menge von Personen oder Anschlüssen oder Adressen drin waren. Das ist einfach die Postleitzahl. Ist ganz praktisch, solange die Postleitzahl da dran hängt, kann man die Postleitzahl einfach nehmen und danach sortiert man dann einfach in so große Files ein. Es gibt so knapp, ich glaube, 21.000 vergebene Postleitzahlen im Telefonbuch und da wären die halt nie größer als so 100 Megabyte. Das ist dann schon das Extrem und die kann man dann einfach da drin schön sortieren nach den Records. Und dann hat man eigentlich schon mal gute Anhaltspunkte, um nachzugucken, ob zwei aufeinanderfolgende Records dasselbe sind. Das einzige Problem ist, ich hatte kurz davor die 1992er Telefonbuch-CD in die Hand bekommen und da war was. Ja, zwischen 1992 und 1995 ist einiges passiert. Da war vorher dieses Ereignis, Wende, und sie haben plötzlich sowohl Postleitzahlensysteme als auch Vorwahlensysteme zusammenwerfen müssen. Als auch Rufnummernsysteme. Und sie haben in dieser Zeit große Mengen Straßen umbenannt. Da gab es so Kommunistenführer aus Bulgarien, die in einigen Regionen Straßennamen abbekommen haben.
Diese Postleitzahlen haben sie sich ja lange darüber gestritten, weil im Osten wie im Westen haben sie so ein Schneckensystem gemacht, ne, der, gegen das Uhrzeigersystem die Postleitzahlen zu vergeben. Da gab es die dann einmal in W-vierstellig und in O-vierstellig und die gab es dann teilweise Konflikte und sie haben grob noch darüber nachgedacht, die einfach zu mergen und nur die zu renumbern, die jetzt konfligieren würden, haben sich dann aber umentschieden. So, dass mir dann aufgefallen ist in der Recherche, dass so zwischen 92 und 95 in einigen Gegenden Hellersdorfs zum Beispiel, so ein Mensch, kann man sich vorstellen, hat gerade ein neues System abbekommen, ist vielleicht gerade auch noch ein neuer Beruf, wenn überhaupt, und plötzlich kommt dann die Bürokratie her, bobt neue Postleitzahl, bobt neue Vorwahl, bobt neue Telefonnummer, neuer Straßenname und wenn er Pech hatte, auch noch eine neue Hausnummer. Das macht es mir natürlich dann extrem hart, diese Einträge dann über die Jahre zu folgen. Aber und ganz ehrlich, die beste Regex fängt euch sowas wie vorhin Graf Autotelefon von einfach nicht ab. Das kriegt ihr nicht gefasst. Und wenn jeder Run, wenn jedes, wir gucken nochmal, welche Annahmen wir getroffen haben, wir machen noch einen neuen Run. Und wenn jeder Run einfach wirklich lange dauert, weil 2 Milliarden Records erstaunlich lange dauern, man glaubt es gar nicht, dann wird es langsam schwierig zu sagen, naja gut, wie oft kann ich das verfeinern? Im 92er Telefonbuch ist auch noch das Problem, dass da Rufnummern sind, die mit 37 beginnen, weil es sich bei der Landesvorwahl damals noch um die Landesvorwahl der Deutschen Demokratischen Republik gehandelt hat. Das heißt, das macht das Matchen der Telefonnummer nicht leichter. Dann wurden zum Teil die Rufnummern verlängert oder die Teilnehmervermittlungsstellen wurden umgestellt. Und dann überlegt man sich, na gut, irgendein Kriterium brauche ich ja noch, um das matchen zu können. Die Straße fällt weg, die Postleitzahl fällt weg und dann gibt es einfach Doppelungen, die kriegen wir nicht gefasst und manche davon, wir gucken uns die natürlich dann auch von Hand an, starren nachts beim Bier ab und zu mal auf diese Records und das ist dann doch manchmal ganz schön heiter zu sehen, so was passiert eigentlich in Wernigerode, heißt die Karl-Marx-Straße nach der Wende plötzlich Holzweg. Naja. So. Mir war ja ganz doll wichtig, dass ich jetzt bei diesem zusammenfassend, bei diesem Verfolgen von Einträgen über die Jahre, dass ich gerade dieses spannende 92er-Ausgabe nicht einfach hinten unterfallen lasse und habe mich dann hingesetzt und habe ein größeres, mächtiges Skript geschrieben, was versucht einfach per Brute Force in der nächsten Ausgabe, die dann die 95er-Ausgabe war, dieselbe Person zu finden. Wenn wir die Postleitzahl einfach mappen könnten. Diese Postleitzahl, die ihr links seht, die ist schon gemappt. Das ist dann aus meinem Skript rausgefallen. Wenn man die einfach mappen könnte, dann wäre es recht einfach. Aber es gibt kein digital verfügbares Mapping von alter Postleitzahl, Straße, Hausnummer auf neue Postleitzahl, Straße, Hausnummer. Das konnte ich aber dann aus diesen Telefonbuchdaten erzeugen, indem ich einfach mal gesagt habe, na gut, dann gehe ich mal hardcore vor und sortiere die erstmal nach der Vorwahl und nach der Rufnummer und nach dem Straßennamen und nach der Hausnummer und nach dem Nachnamen und dem Vornamen und trage die einfach eine große Liste ein und dann gucke ich, wenn ich die aus 95 zu einer Postleitzahl mappen kann und ich finde genau dieselben Daten, dieses Sextupel vor auf eine alte Postleitzahl, zack, habe ich ein Mapping. Ist schon mal perfekt. Und wenn ich es nicht finde, dann fange ich von hinten an, Dinge wegzunehmen und gebe dann ein bisschen schlechtere Scores pro schlechterem Mapping und habe dann ab irgendwann, wenn ich nicht mal mehr Straßenname und Hausnummer mappen kann, dann ist was komisch. Und dann habe ich wahrscheinlich entweder einen korrigierten Straßennamen oder ich habe eine Straßenumbenennung. Das deutet noch irgendwie darauf hin, dass wenn zum Beispiel viele Personen gleichzeitig aus einem Jahrgang, aus einem Haus mit der Hausnummer in eine andere Straße mit derselben Hausnummer umgezogen sind, dann war das entweder ein großer Ringtausch, sehr unwahrscheinlich, oder sie haben die Straße umbenannt. Dann muss ich nur nachgucken, ist der alte Straßenname und der neue Straßenname einigermaßen ähnlich. Dann ist es wahrscheinlich einfach nur ein Typo, der gefixt ist. Oder so in München haben sie die FJ-Strauß-Straße dann in Franz-Josef-Strauß-Straße umbenannt. Und da gab es das große Problem, dass die meisten String-Ähnlichkeitsalgorithmen gar nicht darauf ausgelegt sind, so auf 2 Strings im Telefonbuch zu gucken und zu sagen, ob der Straßenname ähnlich ist. Musste dann am Ende 3 von diesen mächtigen Algorithmen miteinander kombinieren, um dann genau dieses Ergebnis da rausfallen lassen zu können. Ich habe jetzt ein Mapping, könnte ich eigentlich auch mal veröffentlichen, in dem Repo von alten Postleitzahlen auf neue mit Hausnummergenauigkeit und konnte dann endlich weitermachen. Weitermachen heißt, ich habe es in eine SQL-passbare Form überführt, was auch nicht so einfach ist, weil
wenn man in so ein altes Telefonbuch da reinguckt, was ihr da so links oben seht, die Treuhandanstalt zum Beispiel, das ist so eine Zeile im Telefonbuch. Treuhandanstalt 1020 Postleitzahl, Alexanderplatz Straße, 6 die Hausnummer und danach die Telefonnummer und danach kommt noch eine Zeile. Und in der Zeile steht nichts drin, außer eine neue Telefonnummer. Und danach kommt noch eine Zeile, da steht einfach das Bürgertelefon. Geht implizit davon aus, dass es weiterhin zur Treuhandanstalt gehört. Jetzt steht die Adresse da nochmal drin, aber wieder eine andere Telefonnummer. Noch eine Zeile, nochmal ein Verweis woanders hin. Keinerlei semantische Zusammenhänge, aber diese Zeilen gehören irgendwie zusammen und muss man einsortieren in seine Datenbank. Was ein bisschen haarig ist, was ist, wenn da jetzt unterschiedliche Postleitzahlen, so wie evangelische Kirche zum Beispiel in einem großen Bereich, hat dann auch gleich mal für so eine Region 50 verschiedene Postleitzahlen, wo sie ihre Kirche da drin hat und alles unter einem Eintrag, was dann wieder das Einsortieren schwierig macht. Und ich habe die dann erstmal nur nach der Postleitzahl die ersten Zeile einsortiert, die in den meisten Ausgaben direkt dran steht. Und das führte dann zu so, ne, links oben ist das Datenbankschema, was dann einmal Arrays innerhalb von einzelnen Columns macht. Was macht, wenn ich das einsortieren muss? Dass ich für eine brauchbare Volltextsuche, so ein Trigramm von Postgres eignet sich da gerade noch am besten, muss ich diese Arrays wieder auseinanderpopeln. Was ziemlich schade ist, wo ich gerne auch Feedback entgegennehme, ob man das cooler abbilden kann. Also was ihr hier gerade seht, ist links die Tabelle aufmachen, rechts einmal alles aus den Tabellen in eine extra String-Index-Tabelle reinsortieren, auf den ich danach dann da unten diese Trigramm-Indexe drauf mache, um dann am Ende mit einem großen Inner-Join darauf suchen zu können. Aber das ist alles noch nicht schön und das ist vor allem nicht schön, weil ich ja eigentlich dieses Umbauen in SQL dafür gemacht habe, dass Wissenschaftler und die Presse von mir einfach nur noch eine große Datenbank bekommen können, um dann ihre Recherchen darauf zu machen, weil einige von den Dingen, an denen die da forschen wollen, will ich gar nicht wissen. Und es wäre cool, wenn die nicht mal bei mir ankommen und von mir wollen, dass ich ihnen das Skripte schreibe. Für uns habe ich dann inzwischen mal so ein Webinterface gebaut, was ihr da sehen könnt, wo die Suche da drin innerhalb so einer kleinen Flask-Applikation schon auch die Queries so zusammenbaut, dass man da unten die Ergebnisse sieht. Man sieht, dass da so eine Person zwischen 97 und 98 in Jena gewohnt hat. Das sind also die Postleitzahlenbücher, in denen sie gemeldet ist. Sie hat in der Zeit der Reverse-Suche nicht widersprochen, hätte ich an ihrer Stelle vielleicht getan. Und das ist das jetzt, wo wir und unsere Freunde von der Presse recherchieren können. Das hat sich erstaunlich dargestellt. Für uns war das ein beklopptes Nerd-Hobby, das man macht, weil es relativ günstig war. Das kostet im Halbjahr ungefähr 25 Euro und viel Zeit. In der Summe waren es dann, haben wir heute festgestellt, doch ungefähr 2000 Euro, die wir da investiert haben, plus diesen Computer. Aber immerhin. Aber es gibt erheblichen Bedarf, insbesondere in der Presse, historische Analysen zu machen. Dann gucken wir mal, was für Leute machen das noch so. Wir haben wahnsinnig viel gefunden bei Genealogie. Es gibt offenbar Religionsgemeinschaften, die nach dem Telefonbuch taufen. Hiermit taufe ich dich, Müller Herbert, wohnhaft in der Straße, Rufnummer, hiermit taufe ich dich, Müller Heinrich. Die scannen inzwischen Adressbücher aus den 30ern ein. Die gibt es dann auf den entsprechend verlinkten Seiten bei denen und die spenden die auch. Die Zentral- und Landesbibliothek in Berlin hat freundlicherweise angefangen, uns die Papierbestände zu erleichtern, weil sie aus den 60ern angefangen haben, einfach Telefonbücher zu scannen, Seite um Seite um Seite um Seite. Schöne Grüße an den Praktikanten. Und es ist aber einfach angenehmer, das digital durchsuchbar zu machen, statt sich Seite um Seite zu klicken, was aber immerhin angenehmer ist, als in eine andere Stadt zu fahren und im Telefonbuch zu blättern und zu gucken, wo war denn die WG in Jena eigentlich in Vorbereitung der Recherche. Aber das wirft natürlich Fragen auf, nämlich rechtliche und ethische Aspekte. Und das Tolle ist, viele von denen wurden im Club schon mal diskutiert. Auf dem 11. Chaos Communication Congress gab es an Tag 2 einen längeren Workshop zu Telefonbuch-CD-ROM-Sicherheit und Datenschutzfragen, weil ja jetzt eine Telefonbuch-CD-ROM rausgekommen ist. Das sind auch so Langfristtrends, die uns da offenbar begleiten. Was man damit machen kann, können wir leider in der Kürze der Zeit nicht mehr erzählen. Haben aber beschlossen, draußen befindet sich so ein praktischer
Telekom-Wagen. Es gibt leider keine Telefonzelle mehr, sonst hätten wir gesagt, lasst uns an der Telefonzelle treffen. Für diejenigen, die es noch interessiert, treffen wir uns einfach draußen an dem LTE-Verstärker an der mobilen Basisstation. Zu so einem Birds of Feather, wo all die Fragen, die ich ja total, also all die Details, die ich gerne erzählt hätte, wo ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere nochmal eine Nachfrage hat, beantworte ich dann gerne. Vielleicht hat jemand Ideen, was man mit diesen Daten noch visualisieren kann, wer da drauf forschen sollte, der die noch nicht hat. Wir haben halt das große Problem, dass das Datenschutzaspekte berührt, aus guten Gründen. Dieses Inverssuche, Widersprechen-Fleck ist aus genau Datenschutzgründen auch dort draufgepackt worden. Wir wollen auch nicht, dass einige Menschen, die Werbung an den Mann bringen wollen, da jetzt eine digitale Fundgrube haben. Deswegen geben wir diese Daten auch nicht einfach so raus. Es gibt Menschen, denen ich vertraue, dass sie damit umgehen können. Einige Wissenschaftler haben die Daten bekommen, einige Pressevertreter haben die Daten bekommen und ich lade auch dazu ein, wer da gerne dran forschen möchte und den Grund glaubhaft benennen kann, da auf diese Daten mit mir zusammen drauf zu gucken. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und treffen uns dann vielleicht gleich draußen auf ein Bier. Vielen Dank, Erdgeist und Andreas.